So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV. Die Lage, ich muss noch mal kurz hier den Risikohinweis aufpoppen lassen. Die Lage ist ja, bei den Aktienmärkten jetzt nicht ganz klar. Der DAX konnte ja schön nachgeben, wurde auch gestern noch mal in dem Video gezeigt. Doch ja, in Amerika ging es dann am späteren Abend hoch und dadurch wurde dann das Nasdaq Short-Szenario ausgestoppt und doch wir fangen hier mit dem Hang Seng Index an. Diese Befürchtung, was ich gestern noch gesagt habe, da es sich nur um eine Indikation handelt, muss man erst den nächsten Tag auch noch abwarten. Ne? War also, ja, die Zurückhaltung hat eine Berechtigung gehabt. Heute gab es dann hier eine Eröffnung, ja, von deutlich über dem Schlusskurs der Indikation und erreichte sogar noch ein neues Verlaufshoch. Ja, aber hier bleibe ich trotzdem meiner Meinung. Ja, hier muss man nicht natürlich hinterher kaufen. Die Kaufzeitpunkte waren und waren ja auch hier ersichtlich woanders. Dennoch muss man es immer im Blick haben, was hier der Hang Seng macht. Der Nikkei dagegen ist hier nochmal deutlich unter diese Marke gefallen. Wer jetzt hier gestern noch verkauft hat, kann sich dann glücklich schätzen. Wer hier den Stopp gelegt hat, ist halt auch draußen. Und was ich jetzt ja gestern nur nochmal betont habe, ist, es kann sich hier schon um eine erste Impulsbewegung dann noch handeln weiter. Und wenn man den Stopp hier das Tief setzt, dann hat man hier ein Risiko von knapp 150 Punkten, 160 oder 170 Punkten und kann hier schon auf einen Ausbruch über diese Marke hoffen. Allerdings sieht man eben auch hier und wurde ja wie oft im Video besprochen, es ist eine markante Linie, wo erstmal oder ein Bereich, der erstmal nicht geknackt wird. Das war jetzt hier zu den Indizes. Zum DAX. Hier haben wir die Indikation, hat hier eben schön korrigiert. Jeweils hier das erste Ziel, dann gab es eben die Gegenbewegung, aber dann wurde dieses Level ja, wie man hier sieht, nicht überwunden, blieb also schwach und hat dann hier das zweite Kursziel sozusagen erreicht, wo hier auch schon bei 10.550 eher zu Gewinnmitnahmen geraten wurde. Aktuell, ja, stehen wir jetzt hier bei 10.613. Was jetzt hier wichtig ist, da kann man die Linie von oben kopieren. Im Prinzip sollte, und jetzt liegt hier auch sogar noch die Oberkante des Rainbows hier im 30-Minuten-Chart, hier dieses Level sollten die Bullen nicht aus dem Markt nehmen, beziehungsweise eben die Bären sollten das nicht zulassen. Man kann sich hier nach unten das noch im Prinzip auffächern, ein Stück. Aber wie eben gesagt, die Lage ist eben nicht klar. Bislang gibt es jetzt hier von mir noch keine Pfeile, also auch kein richtiges Setup. Schöner, was ja am Montag eben hier so präferiert worden wäre, wäre hier ein Anstieg gewesen, dann eben den Rücklauf, den sahen wir dann eben von einem unteren Level aus. Das wären eben mögliche handelbare Strecken gewesen oder eben nochmal ein. Ja, ein Unterschreiten der 10.400-Punkte-Marke und nochmal hier zum Pullback an die Abwärtstrendlinie, an die markante. Wird das eben auf, oder würde das auf Tagesbasis jetzt nicht verteidigt werden, wäre sogar nochmal ein weiten stärkerer Rücklauf denkbar. Aber soweit sind wir nicht. Jetzt sind wir eben hier. Xetra wird mit einem größeren Gap eben eröffnen. Mal sehen, ob das nicht gleich wieder eben abverkauft wird. Das wäre natürlich eine mögliche Option zur Eröffnung oder möglichst hoch rein. Den Stopp aber nicht, ja, eben wie gesagt, eben nicht direkt einen starren Stopp nehmen, sondern eher ein bisschen variablen und dann auf ein Gap Close zu setzen, beziehungsweise eben den Stopp in den Gewinn zu ziehen. Aber dafür, ja, jetzt haben wir die Eröffnung gleich. Schauen wir noch ganz kurz eben an, wieso vielleicht eben der Nasdaq nicht weiter korrigiert hat, die großen Werte jetzt. Habe ich zwar jetzt hier nur die Alphabet-Kennzeichen
gepackt, aber hier hält das Band und kommt nicht weiter durch. Und beim Gold, was eben auch noch wichtig ist, der Goldpreis erreicht schon wieder hier das Widerstandslevel, prallt jetzt hier auch nochmal ab, um hier vielleicht eben auch ein Bild zu finden. Ein weiteres habe ich hier mir die Newmont Mining Corporation rausgesucht. Die ist enorm, fast 200% eben seit dem Januar-Tief gestiegen. Von dem Tief im Oktober sind es sicherlich dann eben 200% gewesen im Hoch. Und hat jetzt hier gestern fast ein Verkaufssignal in meinen Augen generiert, hat sich aber dann eben gerettet mit einem Hammer Doji wieder über diese Aufwärtstrendlinie. Also zeigt enorme Stärke, die Goldminenaktien. Deswegen liegt hier eher die Vermutung nahe, dass es eben hier schon den nächsten Bruch geben kann. Allerdings eben auch, ja, hier auf Stunden- bzw. auf Tagesbasis hier den Bruch eben abwarten. Auf 4 Stunden sieht man ja, wie oft dieses Level angelaufen worden ist und abgeprallt. Also ein ganz klares Bild gibt es nicht hier. Könnte eben im Prinzip was fertig sein, aber solange ja, diese Trendlinie sowieso hält oder auch so gar nicht, ja, da müsste es eigentlich schon fast viel tiefer gehen. Also es ist wirklich sehr schwierig, eben hier auch der Goldpreis zu packen. Der Silberpreis hat hier ja, mehrere eher Abwärtstrendlinien hier mal eine gebrochen gehabt. Dann kann man hier jetzt hier wieder die nächste, hier scheitert der, das also von absoluter Stärke ist hier auch noch nichts zu sehen, allerdings baut sich hier vielleicht schon was auf. Dann kommen wir oder schauen wir gleich nochmal jetzt den DAX an, die Eröffnung, ja jetzt liefert, ja es passiert alles im Prinzip wirklich immer in den ersten 2-3 Minuten, jetzt lief es eben hier hoch. Wer jetzt hier schnell geschaltet hat, ja ich konnte es ja auch nicht hier, wegen der Live-Übertragung, aber ich hätte hier trotzdem auch wieder noch ein bisschen eher extremer, also wenn man nur auf eine Position setzt, hätte ich definitiv ein Stück höher wieder gewartet, wenn man hier jetzt sukzessive eingestiegen ist, dann natürlich auch ein Stück 10 Punkte unter dieser Marke. Also hier folgt jetzt, wie kurz, ja vor 5 Minuten gesprochen, möglicherweise ein Gap Close auf Xetra-Handel, den kann man auch kurz hier mal, wo habe ich denn kurzfristigeren Chart? Hier schaltet man auf den Minutenchart um. Und war hier eben die Eröffnung, hat hier auch ein Hoch erreicht, 20 Punkte tiefer. Und wie man hier sieht, ist das Gap schon beachtlich. Hier ist die Unterstützung eben bei der 10.600 Punkte Marke in etwa. Also ich werde mir nachher nochmal anschauen, hier im Minutenchart, und läuft er jetzt nochmal hier hoch, dann kann man sicherlich nochmal einen Short-Einstieg wagen. Wie gesagt, aber allerdings eben nicht unbedingt starr gleich auf die 10.640, alle eher dann ein bisschen Spielraum geben. Sollte es aber 30 Minuten Close über diesem Widerstandslevel geben, wäre hier dann das, ja, das Gap Close Szenario das erstmal beendet. Danke fürs Zuhören, bis später.